So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fight 2017 mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Singapur hier in Marina Bay. Ja, genau, das dritte Nachtrennen steht an dieser Saison. Zweite, Entschuldigung, natürlich, das zweite von drei, so ist es richtig. Ja, wir haben es geschafft, im T2 mit Platz 3 und Platz 4 im T3. Gut, erste Training war halt ein bisschen, war halt verregnet, aber ging alles ein bisschen drunter und drüber. So, jetzt schauen wir mal, was mit Qualifikationstraining los ist. Auf geht's. Schauen wir mal, wie weit wir da mit dem Wetter klarkommen. Der Himmel ist dunkel, die Lichter sind an. Willkommen beim Qualifying hier auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur. So ist das. Und wir dürfen tatsächlich trocken fahren. Hat sich doch, ich dachte, es wäre andersrum gewesen. Aber im Moment, es ist ja Wetterbedingungen. Halt, also ich glaube eh, jetzt werden nicht auf Pol fahren werden. Wohl wahrscheinlich nicht, aber wenn wir das so ähnlich hinbekommen wie. Weil wir können ja eh voll powern. Singapur. Ja. So, gucken wir mal, was das Qualifikationstraining hier so bringen. Wie gesagt, das Auto hat sich gut angefühlt. Jetzt muss es das natürlich auch unter am Limit bringen. Aber wie gesagt, es fühlt sich gut an. Dann haben wir diese Kurve 1. Ein bisschen weiter hier die Kurve. So funktioniert das Ganze schon mal nicht. Dann ist die Runde eigentlich auch schon gegessen. Wir probieren es natürlich trotzdem. Kwiat. Crashkit Kwiat mit der Bestzeit. Ja, meinem Toro Rosso. Das Auto, das ich gerne in der nächsten Saison erfahren würde. Ja, auch in der Karriere, nicht nur online, sondern auch in der Karriere. Online weiß ich noch nicht, wie das aussieht. Da muss halt sich die Saison entwickeln. Muss mal schauen, wie die zweite Saisonhälfte sich entwickelt. Mit dem, ja, ich kann es auch schon sagen, mit 9. Platz in im letzten Rennen ist es zumindest schon mal wieder ein ordentlicher Schritt gewesen. Auch wieder 2 Pünktchen für die WM. Damit habe ich jetzt seit Großbritannien in jedem Rennen Pünktchen geholt. Und das ist schon mal, bin ich zufrieden mit. Auch wenn ich jetzt in Belgien eigentlich überhaupt unzufrieden war mit dem Auto, aber mittlerweile ist halt wieder die Freude da, wo ich denke, yo, immerhin. Ocon, Bestzeit. Grosjean würde ich gerne noch schlagen. Aber es wird wahrscheinlich nicht mit dieser Runde machbar sein. Ich probiere es natürlich hier gerade. Ricciardo im Red Bull. Und wir packen auf 2. Jetzt müssen wir es natürlich nur bringen, weil die Runde wird auf jeden Fall deutlich besser werden als sie. Davor, ich hätte nicht gedacht, dritter momentan, sogar Massa jetzt vorbei. Ein bisschen angeeckt.
Aber nichts am Auto dran. Gott sei Dank nichts am Auto dran. Mitnehmen kann. Das reicht um 44,5. Geh doch mal in die Box, neue Reifen holen. Vielleicht kriegen wir es noch mal hin, um mal was nachzulegen. Our best lap so far is a 1 minute 44.7. So. Okay, probieren wir es nochmal. Neues Setup, neue Reifen. Jetzt wollen sie nämlich alle nochmal raus. Auf geht's. Vielleicht kriegen wir es doch nochmal irgendwie hin, ein bisschen was mitzunehmen mit der Zeit. Deine Zeit ist um. Neunter. Ups, da war ich ein bisschen überrascht. Dachte mir, okay, das passt doch mit der Zeit, ja? Aber passt doch nicht. Abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Vettel, Hamilton und Kimi Räikkönen. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, ich hätte gerne irgendwo noch Platz 7 gehabt. Ein bisschen nochmal nachgelegt. Vielleicht werde ich ja mit einer schnellen Runde Platz 7 holen können. Aber gut, 9. sind wir dann am Ende. Und ja, wir schauen einfach, dass wir einfach versuchen, das Beste daraus zu machen aus diesem Rennen. Einfach jetzt das Beste draus machen. Kurz die Punkte gucken. Aber ich weiß nicht, ob wir die 500 kriegen, um vielleicht auch was zu entwickeln. Berlin und Dings haben wir besiegt. Wir hören uns schnell die Voicemail an fürs morgige Rennen. Ja, wir sollen besser als Platz 14 werden und Grosjean schlagen und auf Platz 19 am Fahrer-WM. Gut, das letzte Ziel werden wir wahrscheinlich erreicht haben. Ja, das war's für uns heute oder für euch auch. Und wir sehen uns morgen wieder meinem Let's Play zu Anfang 2017 dann mit dem Rennen in Singapur hier. Und abends halt, wie gesagt, der Stream aus Italien. Und ja, da schauen wir mal, ob wir das auf die Reihe bekommen und ob wir da ein gutes Ergebnis haben. Bis dahin und auf Wiedersehen.